Explosion steht bevor. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu X4 Foundations Gezeiten der Habgier. Ja, ihr seht, ich bin mit der Erlkönig unterwegs, Jungfernflug sozusagen. Und ja, wir müssen leider ein bisschen aufräumen. Geht kein Weg dran vorbei. Die Xenon machen sich wirklich überall im Moment recht breit. Und von mir aus haben sie eine Daseinsberechtigung, aber halt nur in ihren Sektoren. Und ihr seht es rechts schon. Da kommt so eine kleine Salve. Ja, ich würde sagen, gemeinsam sind wir stark. Neben mir ist noch eine Asgard, die gerade die Taschenlampe auspackt. Und ja, zusammen gehen wir jetzt hier erstmal gegen diese Station vor. Das war Zufall. Ich war diese Station hier schon am Beschießen. Und auf einmal sehe ich quasi auf der Map neben mir die Asgard und denke, okay, alles klar. Hätte nicht gedacht, dass sie hier unten in gesegneter Vision unterwegs ist, aber ja, ist sie. Und dann müssen wir danach noch hier hoch den Splitz hier ein bisschen Luft verschaffen, weil ihr seht, ja, also hört der Spaß dann so langsam auf. Genauso wie hier. Ja, Litanei des Zorns haben sie schon unter den Nagel gerissen. Und Elend der Himmel sind sie auch dabei. Und nein, lassen wir schlichtweg nicht zu. Ja, deswegen ja, müssen wir da jetzt leider erstmal ein bisschen aufräumen. Und ja, aber das geht relativ zügig und relativ gut. Und vor allen Dingen relativ problemlos mit der Erlkönig. Sonnenkraftwerk. Also wir sind da jetzt schon nur noch bei 35%. Und ja, dementsprechend, die Erlkönig macht das auch alles fast alleine. In der Zeit kann man schön andere Dinge tun. Man muss ja immer mal ein bisschen das Schild im Auge behalten. Weil ab und zu wird man dann doch mal getroffen. Okay, was macht sie denn hier? Dann kann sie mal hierher fliegen und warten. Und ja, wir beballern hier noch so ein bisschen die Station. Ihr seht schon, wir sind jetzt bei 28% nur noch. Also es geht dann wirklich, wirklich zügig. Wo ist denn die Asgard? Ist sie noch da? Explosion steht bevor. Ah ja. Sie macht den Teil. Alles klar. So, dann haben wir da hinten noch. Mal einen Staubsauger anmachen. Ja, also ich habe die Erlkönig doch noch mal, auch wie Aragorn das letzte Mal geschrieben hatte in den Kommentaren. Ich habe auch den Hauptschild der Erlkönig noch gewechselt auf Terrana. Das heißt, sie hat jetzt die komplette Erlkönig-Ausstattung, aber Schilde sind durch die Bank weg alle Terrana-Schilde. Na? Also sie hat jetzt keinerlei Erlkönigsschilde mehr, weil die Terraner-Schilde tatsächlich doch noch einen Tacken besser sind. So, nächste Explosion. Kaboom. Wir sind auch noch ausreichend weit weg. Ich hoffe, die Lautstärke geht so. Ich habe es ein bisschen runtergedreht, weil eben erschien mir das ein bisschen heftig laut. Auf der anderen Seite mag ich die Musik aber auch sehr. Und ja, was ich noch für eine Frage hätte, die Hauptwaffe hier von der Erlkönig muss man ja aufladen. Wann ist diese Waffe denn am stärksten? Ist sie jetzt am stärksten, also quasi kurz bevor sie orange wird? Oder ist sie am stärksten, wenn sie orange ist? Das würde ich gerne mal wissen wollen, weil jetzt ist sie quasi orange. Ja. Und jetzt ist sie so kurz vorm Orangen. Also ich versuche immer hier so ein bisschen
in dem Gebiet rumzupendeln, aber sehr viel Schaden macht die Hauptwaffe tatsächlich auch gar nicht. Also eigentlich braucht man sie nicht, aber ich habe immer, ja, wenn ich hier eh schon warte und gucke, dass sie hier ein Modul nach dem anderen zerlegt, denke ich immer so, ein oder zwei Schüsse aus der Hauptbatterie helfen vielleicht doch ein bisschen. Also wir sind jetzt bei 17%, weil auf meinem Discord, wo ihr alle auch wirklich herzlich eingeladen seid, den Einladungslink findet ihr in der Videobeschreibung als auch in meinem YouTube-Banner. Ja, in meinem Discord haben sie halt andauernd schon gefragt, wann sie denn die Erlkönig mal in Aktion erleben. Und von daher dachte ich, komm, beginnen wir das heute mal hiermit. Ja. Jetzt schießt es auch gerade nicht, weil das nächste Modul ist in die Brüche gegangen. Jetzt haben wir noch ein Modul ganz hinten. Da fliegen wir jetzt auch erstmal hin. Da kommt schon wieder Kleinkram, der uns ärgern möchte. Ach ne, ist nur eine S, glaube ich. Das sind eh so die armen Lümmel. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt meinen Spielstil mit dem vom letzten Jahr vergleiche, bin ich dieses Jahr schon, spiele ich schon ein bisschen anders, ein bisschen, ja, aggressiver würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber ich traue mich ein bisschen mehr. Ich hoffe, die Asgard schießt jetzt nicht auf mich. So, fliegen wir einen Ticken rückwärts. So, beballern die mal von hier. So. Noch 14%. Ja, da ist nicht mehr viel. Und ja, wenn das dann noch weg ist, ist, glaube ich, hat sich das Thema hier erledigt. Erstmal mit dem Sonnenkraftwerk. Also die Sonnenkraftwerke sind irgendwie echt kompliziert wegzuballern. Also da finde ich tatsächlich so eine Verteidigungsstation von denen noch angenehmer. Aber auch das sehen wir gleich. Ich würde sagen, ich baller das hier jetzt noch ein bisschen weg und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück und wieder in meiner Nemesis unterwegs. Die Erlkönig Autopilot ist jetzt auf dem Weg zu den Split. Nach oben, wir schauen gleich mal. Und zwar, wo haben wir sie? Da. Die ist jetzt auf dem Weg nach hier oben hin. Und wenn die da ist, werden wir das da noch ein bisschen zerlegen. Und ein bisschen Feuerwerk machen. Ja, weil wie gesagt, also das stört mich dieses Mal ganz extrem, dass die so schnell so aggressiv sind. Und ich nicht mal zum Bauen oder irgendwas von irgendwelchen Stationen komme. Die Hüllenteilefabrik, die will ich schon seit Ewigkeiten bauen. Aber irgendwie lassen die Xenon mich nicht. Und genauso wie hier die Sachen weitermachen, das machen wir gleich auf jeden Fall. Das Rennen, boah, das Rennen, ich weiß nicht, ich hasse es wie die Pest, aber wir müssen es irgendwie hinter uns bringen. Machen wir auch gleich. Ich wollte jetzt gerne nur hier oben noch in diesen Sektor hier fliegen. System, Familie, genau. Nut. Denn ich wollte hier oben das noch ein bisschen freispielen. Ihr seht es ja, hier habe ich mich erstmal nicht weiter getraut. Da muss ich irgendwann mal durchdüsen im Reiseantrieb, dass wir hier die Sektoren noch aufdecken. Und ansonsten, ja, sind dann hier hinten noch 1, 2, 3, 4 Sektoren von den Zyat. Und dann haben wir hier unten noch den freien Markt. Genau, der geht dann über in die zwei Riesen. Und dann haben wir hier oben noch zwei argonische Sektoren. Leitstern und der letzte Moment. Und dann sollten wir tatsächlich, ja, alle Sektoren haben. So schaut's aus. So. Ja, ich würde sagen, ich parke hier, oder? Ich glaube, wir sind mal ganz gut aufgestellt. Wie schaut denn das aus? Ich habe nämlich eben schon mal so ein bisschen auch denen hier geholfen. Wo haben wir denn hier zuhören? Jetzt sind wir nämlich nur noch minus 7. Wollte ich gerade sagen, da war nämlich eben ein Konstruktionsschiff in Bedrängnis.
Und dem habe ich ja aus seiner Bedrängnis rausgeholfen. Jetzt sind wir da auch schon 7 immerhin. Gut. Dann würde ich sagen, ich bleib mal stehen. Wir springen mal in das Naga-Taxi. Ist die schon unterwegs? Ja. Die ist aber flott heute, die Erlkönig. Was? Die ist schon da oben? Really? Bitte? Ja, aber echt flott unterwegs. Alter Schwede. Nun ja, wir machen erstmal das Rennen, würde ich sagen, oder? Komm. Habe ich das letzte Mal versprochen, dass ich das mache. Mache ich auch. Und irgendwie muss ich ja hinter mich bringen. Erreiche System. Profitabler Handel. Ich hoffe, unserem Naga-Taxi passiert da oben nichts. Oder soll ich es vielleicht irgendwo parken lassen, wenn das geht? Wo fliegt es denn jetzt hin? Nein. Du kannst hier mal Hüllenteilefabrik, da dock mal an und warte. So. Ja. Ich hatte das letzte Mal auch einen Fehler. Ist mir nachher aufgefallen, in meinem Testspielstand beim Ausrüstungsdock. Und zwar in der logischen Übersicht hatte ich hier quasi Energiezellen falsch eingestellt. Ich habe jetzt hier eingestellt bei alles verkaufen außer 200.000 Stück. Das heißt für mich in meiner Logik 200.000 werden behalten und alles was über 200.000 ist wird verkauft. Dazu gekauft wird nichts. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass man das Kaufangebot nicht löschen kann. Das finde ich irgendwie, warum kann ich das nicht einfach da wegmachen? Ja? Irgendwie? Oder geht das in irgendeiner Form? Ich weiß es nicht. Also das, da wäre ich mal dankbar für, weil ich möchte nicht, dass das gekauft wird. Genauso wie ich nicht möchte, dass diese Sachen hier gekauft werden. Ja? Und dann kann man das doch irgendwie einfach wegmachen. Ja? Ja, auf jeden Fall habe ich die jetzt alle auf 1 gestellt, dass da maximal 1 gekauft wird und nicht mehr. Und ja, hier habe ich, wie gesagt, das Ganze versucht auf 200.000 zu beschränken. Ich hoffe, das ist richtig. Die Frachtraumzuweisung habe ich auf 500.000 gemacht erstmal. Und erwarte Befehle. Ja, mal schauen. So, die Erlkönig ist tatsächlich schon angekommen. Oi. So. Hier. Wo bin ich? Ah, ich bin schon hier. Genau, ich habe mich extra schon in die Nähe platziert. Missionsmanager, Hochgeschwindigkeitsforschung auf aktiv setzen. So. Dann fliegen wir mal zum Start. Weil wir müssen, glaube ich, dann da hinten hin. Ich darf es nur nicht verbocken. Oh. Leerer Raum. Wir fliegen mal kurz bis dorthin. Stopp, Brems, quietsch. Oh. Ich speichere noch einmal ab. So, da bin ich wieder zurück. Und ja, ich muss sagen, ich habe das Ganze jetzt circa 20 Mal probiert. Ich habe hier mit der Tacoba definitiv überhaupt keine Chance, dieses Rennen zu gewinnen. Also mir fehlen am Schluss immer noch gute 100 Kilometer. Wir können es jetzt noch einmal machen. Und wenn ihr da irgendwie noch einen Tipp oder Möglichkeit oder Schiff habt, wie ich das hinkriegen könnte, dann ja, sagt mir gerne Bescheid. Sonst müssen wir... Ich markiere die Endposition für Sie. Sie müssen einfach das Ziel in der vorgegebenen Zeit erreichen. Halten Sie sich bereit. Sonst müssen wir das nämlich ganz einfach lassen. Der Start war schon ganz schlecht. Weil, ja, wie gesagt, nicht annähernd eine Chance, das hier irgendwie zu schaffen. Weil ich muss dann hier
quasi durch den Superhighway und wenn ich hier hinten rauskomme, bin ich aus dem Reisemodus raus. Das heißt, ich muss den Reisemodus zweimal starten und ich muss hier knappe 300 Kilometer fliegen und hier nochmal knappe 300 Kilometer. Und das schaffe ich in dieser Zeit, wenn ich zweimal den Reisemodus starten muss, definitiv nicht. Und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Es ist auch keine knappe Geschichte. Wie gesagt, am Schluss fehlen 120, 130 Kilometer. Also ich bräuchte da mindestens eine halbe Minute länger. Von daher weiß ich nicht, wie wir das machen sollen. Wenn ihr da noch irgendeinen Tipp für mich habt, wäre ich dankbar. Ansonsten müssen wir die Forschung auf Eis legen. Erreiche profitabler Handel 4. Weil da geht er halt direkt aus dem Reisemodus raus. Und ihr seht, wir haben jetzt noch 250 Kilometer und dafür halt nicht mal mehr eine halbe Minute Zeit. Und ja, das ist ein bisschen weng, ne? Also wenn ihr da irgendwie eine Möglichkeit habt, weil jetzt ist die Zeit schon rum und wir haben wieder 120 Kilometer. Also das ist das Maximale, was ich bisher geschafft habe, tatsächlich. Mehr habe ich noch nicht hingekriegt. Von daher, wenn ihr da irgendwas wisst, gebt Bescheid oder wie auch immer, ob man das dann irgendwann überspringen kann bei Boso oder was auch immer. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich habe in meinem Testspiel stand, hatte ich eine ganz andere Strecke und die war zu schaffen. Muss ich zwar auch zweimal probieren, aber sie war zu schaffen. Aber das hier mit über 100 Kilometer am Schluss noch über, ich weiß nicht wie. Ich weiß schlichtweg nicht wie. Naja, tja, schade. Schade, schade, schade. Dann tun wir die Antriebsmodifikation mal abbrechen. Vielleicht auch einfach mal irgendwann noch mal starten. Vielleicht kriegen wir ja dann eine andere Startposition. Das könnte natürlich auch möglich sein, weil wie gesagt, ich habe im Testspielstand eine ganz, ganz andere Route gehabt. Definitiv. Da musste ich nur durch ein ganz normales Tor, aber nicht durch einen Superhighway oder irgendwas. Ja, nur hier durch ein Sprungtor. Aber nicht über einen Superhighway. Von daher, mal gucken, wie es jetzt ist. Man hat ein paar Herausforderungen angelegt, um neue Renntalente zu finden und Investitionen in den Sport zu sichern. Sie können dort ihr Können ja mal unter Beweis stellen. Der Preis? Komponenten für Teams, die sie in ihre Rennschiffe einbauen können. Natürlich auch die Sensoren, die wir brauchen. Ich leite sie zu einem der Rennorte. Aha. Aha. Das sieht doch schon ganz anders aus. Dann gucken wir uns das doch mal an. Profitabler Handel 1. Ich flieg mal zum Start. Wir sehen uns gleich. So, neue Chance, neues Glück. Ich markiere die Endposition für Sie. Sie müssen einfach das Ziel in der vorgegebenen Zeit erreichen. Really? Halten Sie sich bereit. Ja. Los! Da sehe ich doch schon wieder ein Problem. Wie sollen wir denn da rumkommen? Also, wer hat sich diese... Wer hat sich bitte diese Strecken hier ausgesucht? Boing. Erreiche System. Was müssen wir, wo müssen wir dann hier noch hin? Okay. Na, da sollte man mal gucken. Oh.
Falter, meine Nerven, ey. Mach doch sowas nicht mit mir. Spiel! So, jetzt haben wir noch 53 Sekunden, trotz dass wir gegen das Tor geklatscht sind, für die 160 Kilometer. Na, wir fliegen einfach mal. Flieg, kleine Tacoba, flieg! Flieg, das sieht schon fast gut aus. Das sollten wir diesmal problemlos schaffen. Also, wer sich diese Rennen ausgedacht hat, Start und Ziel, ja, dem würde ich tatsächlich vielleicht gerne mal die Ohren lang ziehen bei EgoSoft. Yay. Toll gemacht. Ja. Ich habe Ihre Resultate an die Rennleitung geschickt. Sie können sich gleich Ihren Preis abholen. Ja, das, ja. Das habe ich aber auch jetzt, das habe ich mir aber jetzt auch verdient, ne? So, wo müssen wir jetzt schon wieder hin? Ach, auf ein Schiff, auf ein Phönix, okay. Kann ich den dann plündern? Entern? Nein. Ah, ja. Keine Ahnung, ich spiele dieses Mal wirklich, ich bin auf der einen Seite auch überhaupt nicht zufrieden, wie ich das Ganze dieses Mal spiele. Auf der anderen Seite macht es aber irgendwie Spaß, das so querbeet mal zu spielen. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist, dass ich mich halt echt noch nicht an diese Fabriken rantraue. Also die Fabriken selbst sind nicht das Problem. Das Problem, was ich habe, ist, wenn ich die Fabriken gebaut habe, dieses Zuweisen, weil ich ja schon jetzt im Hinterkopf habe, ich hätte gerne irgendwann mal meine eigene Werft. So, und die hätte ich aber gerne. Rentabler Handel 3. Die hätte ich aber gerne bei den Terranern. Weil mir neben den drei Augen halt auch die Terraner-Schiffe gut gefallen. So, jetzt macht das Ganze in meinen Augen aber auch nur Sinn, wenn diese Werften autark laufen. Soweit, so gut. Ich bin aber, also ich fühle mich eigentlich da so ein bisschen überfordert, so eine autarke Werft zu bauen. Und weil ich halt keinen von diesen Megakomplexen, das ist nicht meins, da wird mein Kopf wahnsinnig. Ohne einfach wirklich erstmal anfangen mit einer Hüllenteilstation, eine dies, eine das, eine jenes und später dann das gleiche bei den Terranern und dann gucken, man kann sie ja vielleicht auch halbautark laufen lassen, also dass man sich manche Sachen zum Beispiel liefern lässt. Phoenix. Und manche halt selbst herstellt oder so. Oder einfach vielleicht rantasten. Warum drehst du dich denn jetzt? Unlock-Erlaubnis erteilt. Ja, und da habe ich echt noch so. Also ich bin der Meinung, ich komme dieses Mal eigentlich hier jetzt gut zurecht. Mit allem. Also besser als letztes Jahr. Aber es ist natürlich auch das Machen. Also je öfter man das natürlich macht, umso besser kennt man sich aus, ganz klar. Vieles, was letztes Jahr für mich unvorstellbar war, ist dieses Jahr überhaupt kein Problem mehr. Aber dann gibt es halt auch echt so einiges, wo ich denke, so puh, da habe ich echt... Ich grüße also keine Sie. Angst oder sowas vor, aber Respekt vor. Hervorragend, bitte sehr. Danke, das habe ich mir jetzt aber auch verdient. Nach dem Quatsch da eben. So. Ich grüße Sie. Danke. Ja, ich dich auch. Vielleicht könnten wir ein kleines Geschäft machen. Nein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tja, und das ist halt so ein bisschen... Jakoba. Oder ich würde jetzt sagen, wirklich einfach mal versuchen, hier schon mal eine Hüllenteilstation zu bauen, unten bei den Paraniden. Und ja, das vielleicht dann wirklich
Ja, so peu à peu, dass das mitwächst quasi. Das wir, also da habe ich echt noch wirklich Respekt vor. Auf der anderen Seite ist das aber in diesem Spiel tatsächlich mein Endgegner, irgendwie hier mal eine eigene Werft zu haben. Das ist das, was ich mir am meisten wünsche, aber wo ich am meisten Respekt vor habe. Tatsächlich. Naja. So, ich bin aber schon mal froh, dass wir das jetzt geschafft haben. Von daher werden wir jetzt noch Bosota den Antimaterie-Injektorsensor bringen. Mit der F. Autopilot. Was für ein Wort? Eingeschaltet. Wie geht's denn hier oben? Ja, hier werden wir dann in der nächsten Folge mal ein bisschen aufräumen, würde ich sagen. Während Bosota die Forschung macht. Was ist mit ihm hier? Warum haben wir denn da zwei? Nee, mach das weg. Oder warte. Ach ja, komm, mach das weg. Hier haben wir nämlich noch einen. Da erstmal einen hinsetzen. Da einen hinsetzen. Da einen hinsetzen. Da einen hinsetzen. Ich sollte speichern, weil ich das geschafft habe, jetzt den Mister, ne? Mache ich auch gleich. Da einen hinsetzen. Und da noch einen hinsetzen. Ich glaube, der steht dann frei hier, ne? Setzen wir hier mal einen normalen Satellit hin und gucken dann mal, was passiert. Ach, das ist der Außenseiter. Wie bist denn du jetzt ausgerüstet? Bist du fertig oder musst du noch? Du bist fertig. Das ist gut. Dann können wir nämlich dem Außenseiter erstmal hier sind wir auch schon. Ach ja, genau. Die zwei haben noch gefehlt, weil der Außenseiter nicht genug Satelliten dabei hatte. Ja, ich möchte, das muss bei mir so sein. Es muss alles aufgedeckt sein. Das muss alles seine Ordnung haben. Das muss auch alles mit Navigationsbojen versehen sein, mit Satelliten versehen sein. Das ist halt bei mir so. Aber hey, mir macht Spaß so. Es ist halt immer, viele fragen, warum machst du das nicht so und so oder so und so. Weil ich es kann. Und weil es mir so Spaß macht, wie ich das spiele. So. Bosota, ich eile. Oh, ich bin froh. Ich bin froh, dass ich noch auf diese, ja, nicht Idee, aber dass das wirklich funktioniert hat, dass wenn man einfach die Forschung nochmal abbricht und neu startet, dass dann auch neu starten Zielgebiet kommt. Und vor allen Dingen, Alter Schwede, was machst du? Und, Undock-Erlaubnis erteilt. Ja, ihr habt ja gesehen, weißt du, das erste Mal absolut nicht zu schaffen. Und das zweite Mal bin ich sogar gegen das Tor gedotzt, hab mich da noch gedreht wie so ein Brummkreisel und hab das trotzdem, das Rennen, ganz bequem geschafft. Also, erfolgreich angedockt. Das ist nicht nett. Es ist eine Ehre. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, es ist auch meine Station. Jawollo. So. Bosota, das hat mich jetzt ziemlich Nerven gekostet, mein Freund, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ziemlich viel Echtzeit. Hallo auch. Hi. Nun denn, jetzt sollten wir mit unseren Forschungen loslegen können. Tja. Puh, dann bin ich happy. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Ja. Ich erst, Boso. Ich erst. Oh ja, Boso. Gut. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Yeah, das läuft. Das haben wir alles durch. Hier hinten haben wir nur... Wie kann ich das hier verschieben? Geht das nicht mit der Maus? Das macht mich kirre. Oder einfach nur hinten reinklicken. Einfach. War es jetzt einfach nur hinten reinklicken? Es war einfach nur hinten reinklicken. Okay, massereiche Teleportation. Ah, die können wir auch irgendwann noch erforschen. Why not? HQ-Konto. Für was brauchst du 77 Millionen?
Hose? Hm? Was hast du denn wieder vor, mein Freund? Naja, so. Gut. Wussten Sie, dass Ihre Langstreckenscan-Impulse Stationen in einem 360-Grad-Bogen erfassen? Wie praktisch. Ja, ist voll praktisch, Bosu. Gut, dann wünsche ich euch bis zur nächsten Folge eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Rennversuche. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.